Freunde, ich werde immer wieder gefragt, sag mal, hast du auch kleine Autos für Anfänger oder coole Autos bis 3000 Euro? Ja, da fallen mir einige ganz geile Autos ein. Viel Spaß. Der erste, den ich euch wärmstens empfehlen kann, ist der VW Bora als Limousine von 1998 bis knapp 2005. Ich empfehle euch hier den Bora aus einem einfachen Grund. Es ist kein stinknormaler Golf. Also es ist zwar kein Golf, aber er hat dennoch die Ausstattung und die solide Technik des Golfs und einige Teile des Passats verbaut. Der Bora hat als Limousine einen vernünftigen Kofferraum und etwas mehr Platz als ein Golf und liegt damit preislich auch im gleichen Gebiet. Mit seinem Vorderradantrieb ist er besonders für Fahranfänger gut geeignet und verzeiht auch gerne mal den ein oder anderen Fahrfehler. Damit das Fahren aber auch rechnerisch Spaß macht, kann ich den 1.9er TDI empfehlen. Der ist durch die Bank weg immer zu empfehlen und dabei ist die Ausbaustufe egal, also egal ob 90 oder 150 Diesel PS, denn er verbraucht im Schnitt immer so seine 5 bis 6 Liter. Wer es darauf anlegt, kann ihn noch gerne mit 4 Litern bewegen. Was auch ein cooler Aspekt ist, ist, dass der 1.9er TDI sich ziemlich gut chippen lässt, wobei aber die Kupplung oft bzw. der Ausrücker der Kupplung zu schwach dimensioniert ist und die Kupplung dann rutschen kann. Auf der günstigen Sonnenseite fällt auch ohne viel Licht oft der Rost auf. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass das jüngste Modell mittlerweile schon mindestens 15 Jahre alt ist. Dann auch gerne mal die ein oder andere Feder des Fahrwerks, hört sich dann beim Lenken komisch und kaputt an und das Auto kann im Stand schief stehen. Wenn euch sowas auffällt, bitte sofort reagieren, bevor noch etwas während der Fahrt passiert. Vergesst dabei den Zahnriemenwechsel nicht. Dieser ist alle 90.000 Kilometer fällig und kostet ungefähr 450 Euro je nach Werkstatt. Meine persönliche Empfehlung, der 1.9er TDI mit 131 PS und 310 Newtonmeter. Er wiegt unter 1,3 Tonnen, beschleunigt damit in 10,2 Sekunden als Schalter auf 100 und hat eine Vmax von 205 km/h. Der Durchschnittsverbrauch wird mit 5,2 Liter angegeben. So würdet ihr mit dem 55 Liter Tank sogar 1000 Kilometer schaffen. Gute Modelle findet ihr für rund 3000 Euro. Freunde, wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr mich mit einem Abo und einem Like ziemlich unterstützen. Dankeschön! Der nächste ist für alle Sonnenhungrige. Der Mazda MX-5 NB von 1998 bis 2005. Mit dem 1,9 Liter 16V besitzt er einen Vierzylinder mit 1840 Kubikzentimeter Hubraum, der 140 PS und 162 Newtonmeter hat. In Kombination mit einem Leergewicht von 1,1 Tonnen beschleunigt er in sportlichen 8,5 Sekunden auf 100 und hat eine Vmax von 205 km/h. Im Schnitt bedient er sich dann aber auch mit 8,5 Liter auf 100. Die Kfz-Steuer liegt bei 140 Euro jährlich. Mit seinem Heckantrieb ist er nicht unbedingt für Fahranfänger geeignet, mehr aber für Leute, die Spaß am Oben ohne Driften haben. Aber es gibt hier und da einige Dinge, auf die ihr vor dem Kauf achten müsst. So gucken gerne mal einige Kabel vom Motorkabelbaum an, was zu einem unrunden Lauf führen kann. Dann ist das Fahrwerk oft platt, weil die Dämpfer Öl verlieren. Das Dachdichtet oft nicht richtig und wenn es regnet, kann der Innenraum feucht werden. Und das größte Problem ist der Rost. Alles rostet und schaut euch alles an, egal ob Unterboden oder Motorraum. Denn wenn es zu viel ist, kann es sehr teuer werden. Zudem muss man den Zahnriemen alle 100.000 Kilometer wechseln. Also man muss eigentlich nicht, denn der Motor hat einen Freilauf. Das heißt, dass bei einem Riss die Ventile nicht auf die Kolben schlagen und es Motorschaden kommt. Ihr bleibt einfach nur stehen und könnt erstmal nicht weiterfahren. Nichtsdestotrotz ist der Wagen ziemlich interessant für Tuner, denn der Miata bietet hier so ziemlich alles, was das Tunerherz höher schlagen lässt. Egal ob Turbo-Kit oder optisches Tuning, es gibt fast keine Grenzen. Wenn ihr jetzt sagt, ein Zweisitzer ist ganz geil, aber ich brauche Platz, dem kann ich den Audi A4 Avant B6 von 2001 bis 2004 empfehlen. Mit dem bekannten 1,8 Liter Turbomotor leistet er 150 PS und 210 Newtonmeter ab 1750 Umdrehungen die Minute. Er beschleunigt damit in 9,1 Sekunden auf 100 und hat eine Vmax von 219 km/h und soll dabei nur 8,2 Liter auf 100 verbrauchen. Mit umgeklappter Rücksitzbank hat er ein Kofferraumvolumen von knapp 1200 Liter und lässt sich zudem ziemlich bequem fahren, was ihn dabei zu einem richtig guten Reiseautomobil macht. Der Motor kränkelt hier und da gerne mal, ist aber relativ robust. Jedoch können einige Probleme mal auftreten, zum Beispiel kaputte Injektoren oder ein defekter Turbolader und aber auch leider abgerissene Ventile. Der Motor kann auch durch zu wenig Öldruck einen Motorschaden bekommen. Lässt sich aber durch eine einfache Softwareoptimierung gut tunen und kratzt dann an der 200 PS Marke. Mit weiteren Modifikationen sind auch standhafte 300 PS drin, ohne den Motor zu öffnen sogar. Mein Tipp, etwas tiefer legen, dicke Felgen, Scheibentönen und den Motor etwas optimieren und ihr habt ein schickes und schnelles Reisemobil. Und jetzt mal was ganz Außergewöhnliches für Führerschein-Neulinge. Der Jaguar X-Type von 2005 bis 2009 mit dem 2,2 Liter Diesel. Dieser leistet 145 PS und hat 360 Newtonmeter Drehmoment ab 1800 Umdrehungen. Mit seinen 1,5 Tonnen beschleunigt er damit in 9,1 Sekunden auf 100 und hat eine Vmax von 216 km/h. Die Kfz-Steuer liegt bei rund 330 Euro im Jahr. Er verbraucht als Schalter rund 6 Liter Diesel auf 100 und hat einen 61,5 Liter Tank. Dieses Auto basiert auf dem Ford Mondeo und bietet euch daher etwas, was ganz geil ist, denn ihr könnt nämlich so ziemlich alles von einem baugleichen Mondeo als Ersatzteil tauschen, was ihn damit wieder bezahlbar macht und ihr nicht die überteuerten Ersatzteile von Jaguar kaufen müsst. Bis auf kleinere Roststellen an der Motorhaube oder an dem Kofferraum ist der Wagen rosttechnisch weniger auffällig.
Was aber bei dem einen oder anderen Mal passieren kann, ist, dass die Kupplung verschleißt und der Austausch dann etwas teuer wird. Kleine, aber teure Zickereien können dazukommen, wie zum Beispiel ein defektes AGR-Ventil oder auch mal ein defekter Bremssattel. Dennoch ist der Wagen ziemlich sicher und lässt sich als Babyjack sehr bequem fahren. Gute Modelle fangen bei rund 3000 Euro an. Das war's. Tschüss.